Hallo liebe Leute, wir sind zurück bei Let's Play World of Warcraft. Ich habe mir erst kurz gerade eben überlegt, ob ich überhaupt noch jetzt eine Folge mache. Ich hatte nämlich ganz am Anfang vorhin nicht ganz so viel. Also ich hatte schon Bock, aber nicht jetzt irgendwie jetzt eine längere Session zu machen. Aber jetzt, wo wir dieses Fuchsmond haben, hat sich meine Laune so gesteigert. Und diese Saartür-Quest erinnert mich gerade auch irgendwie so ein bisschen an nostalgische alte Zeiten im Eschental. Und deswegen habe ich mich dazu jetzt entschieden, noch eine Folge aufzunehmen. Das ist eine Folge, die ihr wahrscheinlich dann Sonntag sehen werdet, wenn euch denn danach ist. Mir war auf jeden Fall jetzt gerade danach, das Ganze aufzunehmen. Jetzt haben wir hier nochmal unser Saartürhorn. Zack. Arbeit abgeschlossen. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt mittlerweile doch an einem Punkt angelangt, wo ich sage, zu viel Mana kann man gar nicht haben. Als ich damals die Blümchen hier, diese Sternlichtrosen gefarmt habe, damals habe ich immer irgendwann das Mana ignoriert, weil ich irgendwann das Cap hatte, weil ich halt nicht mehr so gequestet habe. So weit, wie ich jetzt mit Surama gequestet habe, so weit war ich damals mit meinem Monk definitiv nicht. Ja, und deswegen ist das jetzt hier auch alles theoretisch in Anführungszeichen blind, aber... Was führt euch hierher? Oh, es gibt sogar nochmal ordentlich Artefakt-Power. Nehmt diese Fackel. Wir können die Albtraumverderbnis nicht beseitigen, wenn sie sich einmal festgesetzt hat. Wir können nur hoffen, ihre Manifestation zu zerstören. Verbrennt die Wurzel. Erst dann können wir in Surama ruhig schlafen. Ich glaube übrigens nicht, dass das hier eine Meta-Quest ist. Dafür ist es zu kurz. Ist ja mega, mega nur die kurze Questerei hier gewesen. Ich kann... Oh, in was? Come on. Ich muss mir nochmal den Fuchs holen hier. Streuner. Ja, jetzt gehen wir rein. Guck mal, der kann mir nichts erzählen. Der ist doch schneller als ein normales Maul. Das fühlt sich auf jeden Fall so an. Oder einfach nur, weil der kleinere Schritte geht. Daran könnte es auch liegen. Es fühlt sich an wie so eine Rakete hier. Ist ja auch eine kleine Rakete hier. Zack, hui. Also kann mir keiner erzählen, dass er dieses Mount nicht toll findet. Das ist ja wohl mal das coolste Mount ever. Ja, also ich glaube, das Fuchsmount könnte den Wasserschreiter als All-Time-Favorite-Mount ersetzen. Allerdings hat der Wasserschreiter natürlich den Vorteil, dass er über Wasser laufen kann. Und das macht ihn natürlich sehr praktisch. Aber, naja. Vom Style her ist das Fuchsmount cooler. Tja. Das gab keine Folgequest oder ähnliches. Das gab gar nichts. Traurigerweise. Na gut, haben wir trotzdem erledigt. Erledigt ist erledigt. Gut, da wir jetzt noch am Anfang des Parts sind, kann ich jetzt auch noch ruhig mit einer anderen Questerei anfangen. Und ich glaube, ich mach... Wo ist denn eigentlich der Morgenspalt? Hier, das ist es. Hier. Aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal hier weiter. Wenn ich da denn jetzt so einfach hinkomme. Aber hier sind jetzt ja eigentlich ordentlich Pfade zu erkennen. Gott sei Dank gibt es davon ein paar in Surama, wobei sich das jetzt gerade ungünstig splittet. Oh, hier haben wir einen schönen Mana-Baum. Sah erst aus wie Mana-Kristall, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch kurz noch geschluckt und gedacht, yes, aber dann kam die Ernüchterung. Und damit Teufelsschiefer. Sogar ein reiches Vorkommen. Wir sind immer noch nicht beim Teufelsschiefer Farmenrang 3 angekommen. Ich weiß gar nicht, was wir dafür machen müssen. Oder haben wir die Quest sogar 9 Stück bekommen? Oder haben wir die sogar hier vielleicht... Ne, wir haben auch gar keine Bergbau-Quest. Also von daher kann das gerade gar nicht. Not impossible. Oh.
ist gerade despawned, ne? Ja, nice. Hier war gerade ein Mana-Kristall. Ich sag ja, passiert gerne sowas. Jetzt noch am besten von dem Hexaler zerstört werden. Das wird mir richtig den Tag retten. Egal, müssen wir hier runter. Ich glaube, der ist da auch in der Höhle, der Questgeber. Hier drin. Jo, nice. Lyanna Düstergram. Vor euch schwebt eine gefangene Dämonenjägerin in Stasis? Keine Ahnung. Ihre Seele wird langsam in den Erntekristall hineingesogen. Ihr müsst den Seelenernter vernichten, wenn ihr sie aus der Stasis befreien wollt. Stasis von wegen Static? I don't know. Keine Ahnung. Stasis habe ich seit Ewigkeit nicht mehr gehört, das Wort. Arbeit abgeschlossen. Befreit haben wir sie. Mal eben kurz, ich google mal eben kurz nach. Stasis. Ekstase kenne ich. Stasis. Der Stillstand. Stasis. Zeitraum ohne Veränderung. Stauung oder Stockung. Aus dem Griechischen Stasis stehen Stillstand. Na gut. Wir sind alles, Stasis. Was oder Star ist das ein stummes? Keine Ahnung. Mein Name ist Lyanna. Und wie lautet eure Magierin? Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gefangen gehalten wurde, aber ich spüre, dass sich eine große Anzahl Dämonen in der Nähe befindet. Es liegt noch viel Arbeit vor uns beiden, also spannst du mich auch gleich ein. Schön. Glevierende Umstände, auch schön. Ich bin mit dem Auftrag hierher gekommen, den Dämonen Ereda Azoran zu töten, wurde aber auf dieser Mission von meiner Teufelsfledermaus heruntergeschossen und gefangen genommen. Ich will ganz offen mit euch sprechen. Azoran plant, das Kommandoschiff der brennenden Legion einzusetzen, um Dalaran zu vernichten. Um ihn aufzuhalten, benötige ich meine Kriegsgleven, die ich bei meinem Sturz aus der Luft verloren habe. Ich würde sie mir ja selbst zurückholen, aber ich bin nach meiner Gefangenschaft noch zu schwach. Sucht bitte nach den Kriegsgleven auf der nördlichen Seite des Kraters, wo ich abgeschossen wurde. Dieser Krater wimmelt nur so von Teufelsfeuerbasilisken. Sie sind vielleicht nicht die schlauesten, aber sie sind ebenso hinterhältig und gefährlich wie alle Dämonen. Allerdings können sie uns trotzdem nützlich sein. Tötet die Basilisken und bringt mir ein paar Stücke ihres teufelsverderbten Fleisches. Ich habe mit dem frischen Fleisch etwas Besonderes vor. Falls wir uns nicht das aufessen? Frischfleisch? Ah, der macht auch gerade eine Quest. Ja, wollen wir erstmal ein paar Basilisken erledigen. Zack. Ich hoffe, die haben eine gute Drop-Chance. Anscheinend schon. Und die Gleven sind da hinten. Hier. Müssten die sein. Der scheiß Teufelskoloss ist im Weg. Da komme ich auch gar nicht hoch. Muss ich den Mana-Säbler befreien? Oder ist die Glewe drin? Schwierig zu sagen. Ne, hier, das ist er. Der hat sie. Flatterfix. Am Ende kriege ich sie dann mehr als ich brauche, die Procs. Gibt es zwei Gleben oder nur eine? Ne, zwei. Nein.
Erstmal nochmal das Längsteinvorkommen mitnehmen. Wir vielleicht noch den ein oder anderen Basilisken, den wir erledigen können. Jo, hier. Anscheinend ist hier auch gerade einer dabei, diese Quest zu machen. Oder er killt sie aus reinem Vergnügen. Auf jeden Fall sind hier immer sonst viel mehr von diesen Viechern. Und was wir jetzt auch wissen, ist, dass die nicht hundertprozentig dämliches Scheißfleisch stoppen. Oh, da ist noch eine Kriegslebe. Die liegt da einfach so rum. Okay. Arbeit abgeschlossen. Jetzt habe ich natürlich immer noch das Problem, dass mir das Scheißfleisch von den Basilisken fehlt. Oh, come on. Kannst du nicht... Nee, kein schlechtes Wort über das kleine Füchslein. Das liegt dann daran, dass ich einfach noch nicht gut mit ihm umgehen kann. Ich habe keinen Sinn. Jawohl, 3 von 6. Aber der hat auch Probleme da. Der ist da vorhin auch schon in der Kanone gewesen. Oh, die war nicht lächerlich. Zwei brauchen wir noch. What the fuck? Wir haben da gerade einen uralten Mana-Kristall rausbekommen. Wie lustig. Auch praktisch. Wo ist denn der uralte Mana-Kristall? Nur mehrere von jetzt, oder? Hat jetzt kein Fleisch gedroppt. Oh, hier. Wir haben 4 Stück. Wow, 2 Stück und die haben beide keinen gedroppt. Ich kann das nicht plündern. Ihr wollt mich doch fertig machen. Okay, dann ist die Dropchance von dem Scheißfleisch aber auch echt nicht die beste, ne? Das muss man dann wirklich so sagen. Und die spawnen sogar noch einigermaßen oft hier. Ja, Schwarzblitz hätte ich mir sparen können, jetzt richtig den Kopf ab. Ja, Arbeit abgeschlossen. Ah, come on, leave me alone. Aber wir wetten, der kommt mir bis dahin hier in die Höhle rein und haut mich dann da nochmal an, während ich mit dem Questgeber quatsche. Naja, das kann eigentlich nicht sein. Den müsste resetten. Ja, tut er auch. Sehr schön. So. Glivierende Umstände. Jetzt war das auch mit Sinn mit dem Glivieren übrigens. So, und Teufelsfleisch. Grimmschwinge, die Verschlingerin. Danke, dass ihr mich aus der Gefangenschaft befreit habt, Magier. Allerdings ist Azoran kein gewöhnlicher Dämon, sondern ein mächtiger Eredar, der einen hohen Rang in der brennenden Legion einnimmt. Wenn ihr mich weiterhin begleiten wollt, benötige ich einen weiteren Beweis eurer Stärke. Grimmschwinge, die Verschlingerin, ist die stärkste unter den Teufelsledermäusen und damit eine geeignete Prüfung für euch. Platziert das Basiliskenfleisch auf dem Altar im Norden und tötet Grimmschwinge, wenn sie auftaucht. Wenn ihr mir ihren Kopf bringt, werde ich nicht mehr an euren Fähigkeiten zweifeln. Tod der Legion. Die ist aber misstrauisch. Meine Gleben haben schon viel zu lange kein Dämonenblut mehr gekostet. Wenn ihr mich nach dem Tod von Grimmschwinge findet, noch 30 Sekunden theoretisch. Aber zumindest diese Quest können wir noch eigentlich super machen. Wo muss ich denn da hin eigentlich? Das müsste hier sein, hier oben. Vanish, my friends. Vanish. Invisibility.
ist sogar noch so ein dämlicher Inquisitor, ne? Flott. Okay, und die ist noch dreimal schneller gestorben. Na gut. Liebe Leute, dann will ich mal sagen, ich mache an dieser Stelle Pause, wie immer. Wir haben gut was geschafft, wir haben ein tolles neues Mount und was das Schönste an diesem heutigen Abend war. Und ja, wir machen dann im nächsten Part weiter, hier mit dieser Quest und ja, macht's gut, bis dahin.